Der Future Sucks Ideenwettbewerb 2018. Wir haben ein Substitut für den Plastiktrinkhalm entwickelt. Das heißt einfach der gleiche Gebrauchsgegenstand, ein Trinkhalm zum Essen. Unsere Hauptidee war, die Plastiktrinkhalme, die weltweit verbraucht werden, zu ersetzen. Und das sind allein in Deutschland jährlich 40 Milliarden Stück. Ich habe in meinen Ferien öfters mal in der Mosterei mitgearbeitet und da habe ich halt gesehen, wie viele Tonnen pro Jahr da einfach an Apfeltreste anfallen. Und die kann man natürlich für was Hochwertigeres wieder verwenden. Ja, unsere Trinkhalme werden genauso extrudiert, gepresst wie Nudeln, wie Macaroni. Und die Hauptzutat bilden halt diese Apfelfasern, die wir von den Apfelsaftproduzenten aus Deutschland bekommen. Wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen. Aktuell haben wir im Sortiment Apfel und Erdbeere. Ab Sommer gibt es dann auch noch Zitrone. Und wir verwenden keine künstlichen Aromen. Davon haben wir uns komplett freigesagt. Wenn man sich diese ganze Plastikproblematik mal anschaut, dann muss man halt einfach irgendwo von den Grundlagen her anfangen. Und ich glaube, unser Trinkhalm ist dann halt irgendwo eine lustige Lifestyle-Alternative, die auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Awareness einfach für das Thema Nachhaltigkeit, Plastikmüllvermeidung schaffen kann. Als Authentic Network haben wir eine Drucktechnologie entwickelt, die es uns ermöglicht, Informationen in Bilder zu speichern, diese auszudrucken und auslesbar zu machen. Der Clou dabei ist, dass sollte dieses Druckprodukt kopiert werden, die Informationen nicht mehr auslesbar sind. Wir setzen dabei auf ganz einfache Drucktechnologie, wie sie heutzutage in den Industriebetrieben verwendet wird. Das heißt, für den Hersteller gibt es überhaupt keine Veränderungen in den Produktionsprozessen. Hinzu kommt, dass wir das Ganze einzigartig machen mit Hilfe der Blockchain. Das heißt, alle Informationen, die in die Produkte geschrieben werden, finden sich auch in der Blockchain wieder. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die alle Einträge auf alle Knoten im Netzwerk verteilt. Sie gilt als unhackbar und deswegen ist sie Kern unserer Technologie. Der Endkonsument hat ganz einfach die Möglichkeit, an beispielsweise ein Etikett oder so ein eingenähtes Label, was jeder im T-Shirt hat oder im Schuh oder direkt auf der Verpackung, einen Haken, ein Logo, je nachdem, was der Kunde wünscht, abzuscannen und erhält sofort die Information, ob es echt ist oder nicht. Mit Authentic Network verfolgen wir den Community-Gedanken. Das heißt, jeder Applikationsnutzer wird auch gleichzeitig zum Markenschützer. Permagold ist eine Genossenschaft, die wir im letzten Jahr gegründet haben mit ganz vielen Menschen hier in Dresden. Mit Permagold haben wir ein Unternehmen geschaffen, womit wir die Agrarwende ermöglichen wollen. Permakultur bedeutet, dass man ein Mischkultursystem hat. Also es gibt keine Monokulturen mehr, sondern viele verschiedene Pflanzen werden zusammen auf eine Fläche gebracht und verstärken sich gegenseitig. Und deswegen müssen wir nicht mehr mit Pestiziden oder Herbiziden arbeiten, müssen nicht synthetisch düngern und haben in dieser Kultur selber eigentlich Artenvielfalt, Grundwasserschutz, Artenschutz, Klimaschutz und vieles mehr vereint. Und das ist eigentlich so dieser ganz entscheidende Punkt, wo wir sagen, damit können wir zur Agrarwende kommen, damit können wir uns langfristig und gesund ernähren. Wir haben sozusagen kein Monatsabo, sondern bei uns ein einmaliges Investment in die Bio-Lebensmittelproduktion und hat die Option, die Lebensmittel zu kaufen, muss aber nicht. Also wir haben da einen sehr freien, sehr offenen Ansatz. Man kann einfach nur die Idee unterstützen, man kann das nach vorn bringen, man kann Teil der Agrarwende sein, aber man muss nicht sozusagen auch einem Kaufzwang unterliegen. Die große Vision ist, dass wir uns alle künftig gesund ernähren können. Ja, Wireply ist ein neuer Ansatz, Personal zu finden. Ich habe mich bei der Bewerbung immer darüber aufgeregt, dass ich die Stellenanzeigen durchgelesen habe und eigentlich klangen alle gleich. Und ich wollte aber wissen, was mache ich eigentlich in dem Job tatsächlich? Was passiert in der Firma? Was erwartet mich dort? Nutzer können bei uns die
einzelnen Aufgaben der Unternehmen entdecken, nach Themen sortiert, können sich dann ganz einfach über ihren Social Media Login beispielsweise oder über ihre E-Mail anmelden. Dann können sie ihre Ideen schreiben, wenn sie mitmachen wollen bei unseren Challenges, und können ganz einfach mit einem Häkchen setzen und sagen, ich bin ein interessanter Arbeitnehmer, ich bin gerne bereit für Jobangebote. Für mich ist in erster Linie entscheidend, ich kann hier auch mal meine Stärken präsentieren, die ich vielleicht über dem Lebenslauf gar nicht abbilden kann oder die vielleicht aufgrund meines ungeraden Lebenslaufs nicht reinpassen. Und das Zweite ist eigentlich, dass ich auch mal etwas über die Firma erfahre, dass nicht nur ich als Bewerber mich transparent mache, sondern die Firma sich im Bewerbungsprozess ebenso transparent macht und sagt, hey, ich habe dir diese spannenden Aufgaben zu bieten. Das ist der Grund, warum du eigentlich zu mir kommen solltest. Die Infrasolid GmbH hat Infrarotlichtquellen entwickelt für die Analyse von Stoffen mittels der Infrarotspektroskopie. Das bedeutet, dass man damit Flüssigkeiten, Feststoffe, aber auch Gase messen kann. Und mit unserer Technologie wird es jetzt erstmals möglich, das auch auf smarte Geräte zu übertragen, sodass jeder Mensch Messungen, die vorher nur Spezialisten im Labor möglich waren, zu Hause bei sich in seinen eigenen vier Wänden durchführen kann. Jeder Mensch besitzt einen individuellen Fingerabdruck, der ihn genau identifizierbar macht. Und so hat auch jede Flüssigkeit, jeder Feststoff, jedes Gas einen Infrarotfingerabdruck im nicht sichtbaren Bereich des Lichtes. Und um diesen sichtbar zu machen, braucht man ausreichend Licht. Wir mit unseren Infrarotlichtquellen tun das, indem wir eine nanostrukturierte Metallfolie nutzen, die 3D strukturiert wird. So wie wir die Technologie aufbauen, nutzt sie kein anderer Wettbewerber. Die Vision ist, dass zukünftig mal jeder bei sich zu Hause mit Smart-Home-Geräten bedarfsgerechte Lüftung realisieren kann, indem man genau weiß, wie viel CO2 sich in unseren Räumen befinden. Oder dass man mit dem Smartphone in den Supermarkt geht und die Qualität von Lebensmitteln ganz genau ermitteln kann. Klepura ist der Name Klee in seiner reinsten Form. Oft werden wir gefragt, was ist drin? Nichts anderes als reiner Klee. Klee hat die Fähigkeit, Stickstoff zu binden. Und der gravierendste Unterschied ist, dass die bisherigen Düngemittel, die eingesetzt wurden, Handelsdüngemittel, aus überwiegend Reststoffen der konventionellen Landwirtschaft bestehen. Wir können ein ökologisch zertifiziertes Saatgut nehmen, eine ökologisch zertifizierte Jungpflanze produzieren und nun mit einem regional erzeugten Düngemittel aus dem ökologischen Landbau, was durch einen Bioverband Naturland zertifiziert ist, ein ökologisch zertifiziertes Gemüse, Obst produzieren. Klepura wird eingesetzt, indem der getrocknete Klee, in einem landwirtschaftlichen, gartenbaulichen Betrieb wird er mit der Fräse eingearbeitet und dann stellen die Mikroorganismen, die Asseln, die Bakterien, diese Nährstoffe dann den Pflanzen zur Verfügung. CrowdTears ist ein Insurtech und möchte Versicherungen besser und günstiger verkaufen. Wir glauben, Versicherungen genießen momentan keinen guten Ruf, sind langweilig, teuer, und wir lassen durch einen Community-Ansatz die Kunden selber das Produkt designen und ihren Preis selber entscheiden. Der Kunde kommt bei uns auf die Plattform und kann sich das Versicherungsprodukt auswählen, was er haben möchte. Unsere Auktionen laufen ungefähr 7 Tage, und umso mehr Menschen mitmachen, umso stärker fällt der Preis. Gibt aber kein Risiko für alle, weil jeder wählt nur seinen Wunschpreis, und wird sein Wunschpreis oder ein besserer Preis erreicht, gewinnt er, wird ein Wunschpreis nicht erreicht, kein Risiko, aber auch kein Produkt. Wir bewegen uns ausschließlich im Sachbereich, und ganz klar sind wir für Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Cyber- und Hundehaftpflicht unterwegs. Das Einzigartige bei uns, dass es noch niemanden gab, der eine Auktionsplattformversicherung macht. Damit sind wir Deutschlands größte Versicherungsauktion. Und noch nie jemand hat wirklich dem Kunden das Gehör geschenkt wie wir. Wir sagen, durch die Kraft der Gemeinschaft, nach unserem Motto All for One, wird der einzelne Kunde bei uns ein kleiner Crowd Hero, ein kleiner Held.
Wir von PuraPep entwickeln Ergänzungsfuttermittel auf Basis von Molkenproteinen. Aus dieser natürlichen Eiweißquelle gewinnen wir unsere speziellen bioaktiven Peptide. Tiere leiden unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine wichtige Stellschraube in diesem System stellt der Blutdruck dar. Denn ein krankhaft erhöhter Blutdruck führt zu einer Schädigung der Organe bei den Heimtieren. Ein wichtiges Enzym bei der Blutdruckregulation ist das ACE. Und unsere speziellen bioaktiven Peptide wirken genau auf dieses Enzym. PuraPep ist ein Pulver und kann einfach dem täglichen Futter der Tiere beigemischt werden. Der Heimtierfuttermarkt wächst kontinuierlich, mit ihm auch die Anzahl von Ergänzungsfuttermitteln. Allerdings stehen Tierärzte diesen sehr kritisch gegenüber, da oftmals der fundierte Wirknachweis fehlt. PuraPep kann genau hier mit seiner wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkung punkten. Zelltherapie funktioniert so, man nimmt Zellen aus menschlichem Körper und dann vermehrt die in Laborbedingungen. Und diese Vermehrung ist wichtig, weil man eigentlich zu wenig von diesen Stammzellen im Körper hat. Das Problem ist, wenn die Stammzellen zu lange außen vom Körper wachsen und in diese künstlichen Laborbedingungen, die verlieren ihren Stammzellcharakter und öfters mal können die nicht mehr benutzt sein für Behandlung von menschlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Krebskrankheiten. Die Idee ist, dass wir mit unseren Beschichtungen eine Mikroumgebung nachahmen, sodass die Zellen sich fühlen wie im menschlichen Körper. Bis jetzt die Technologien, die verwendet sind, kommen aus tierischen Extrakten und unsere Produkte sind voll synthetisch. Unsere Idee ist, ein Biomatrix zu bauen, dass wir diese Stammzellen schneller züchten können, schneller vermehren können als andere Technologie auf dem Markt, und das bedeutet, dass mit weniger Aufwand und weniger Ressourcen man können schneller diese Stammzellen angesetzt werden. Conimon, das steht für Condition Monitoring. Zu Deutsch Zustandsdiagnose. Wir sind wie Ärzte für Maschinen. Bedeutet, dass wir bis zu 90% aller Schäden und Fehler, die an Maschinen auftreten können, bereits automatisiert erkennen können. Maschinendiagnose wird aktuell traditionell durch Maschinendiagnostiker durchgeführt, die entsprechende Tools nutzen, um diese Diagnosen schneller durchführen zu können. Die sind wenig automatisiert und wir bieten halt jetzt eine Software an, dass Maschinendiagnostiker unterstützt werden, einfach ihre Maschinendiagnosen schneller durchzuführen und schon vorab Instandsetzungsvorschläge zu erhalten. Unsere Software kann überall eingesetzt werden. Alles, wo sich Maschinen drehen und schwingen. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Expertensystem, was seit vielen Jahren in diesem Umfeld gewünscht ist, aber bisher es noch keiner geschafft hat, das umzusetzen. Bei Shadewings handelt es sich um die erste nachrüstbare Zusatzsonnenblende der Welt. In Kombination mit der bereits existierenden Sonnenblende ermöglicht diese einen gleichzeitigen seitlichen sowie frontalen Blendschutz. Unsere Kunden sind alle Autofahrer, die besonderen Wert auf Sicherheit sowie Komfort legen. Dank innovativer Bauteile ist Shadewings mit nahezu allen Pkw-Modellen kompatibel und überzeugt mit einer einfachen Handhabung. Wenn das Produkt nicht benötigt wird, befindet diese sich auf der Rückseite einer Standardsonnenblende. Wenn das seitliche sowie gleichzeitig frontale Blendschutz erzielt werden möchte, wird die Standardsonnenblende zur Seitenscheibe geneigt und unsere Zusatzsonnenblende zur Frontscheibe. Aufgrund des hochwertigen Designs und der unterschiedlichen Farben, die wir anbieten werden, integriert sich Shadewings somit perfekt in den Innenraum jedes PKWs. Wir sagen mit Shadewings den häufig unterschätzten Gefahrenpotenzial den Kampf an. Somit wollen wir beispielsweise Familienausflüge sicherer sowie die Fahrten zur Arbeit komfortabler gestalten.
Ulzo ist minimalistisch, ist fair und nachhaltig und genau das ist uns also wichtig. Wir machen Taschen aus Kork, nicht ausschließlich aus Kork, aber Produkte, die fair und nachhaltig hergestellt sind, für jede Lebenssituation am Ende und natürlich auch ein Begleiter für den Alltag. Wir nehmen reine Baumwolle zum Beispiel, auch bei unseren Kordeln. Wir nehmen natürlich den Kork, der ein absolut natürliches Material ist. Wir haben Filz, der besteht zu 100% aus recycelten PET-Flaschen. Wir lassen alle Produkte am Ende hier in Sachsen auch fertigen. Zum einen im Erzgebirge und zum anderen in Dresden. Man ist auch sicherlich direkt überrascht, wenn man zum ersten Mal Korkleder anfasst. Das ist ein absolut schöner Moment. Und genauso hebt man in dem Moment ja auch das Produkt hoch. Und da merkt man also auch für den Alltag, ist es unheimlich leicht und somit auch sehr angenehm und praktisch.